Willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry Primal. Wir warten schon wieder mal auf den Großelch und einfach weil wir hier gerade stehen, stellen wir schon mal alle Pfeile her, die wir herstellen können. Oh oh. Oh oh. Ich hätte den schon mal auswählen sollen. Nein! Fuck! Okay, ich habe den immerhin schon mal ganz gut getroffen. Zweimal ganz gut getroffen. Aua. Just stop. Au. Oh oh. Oh oh. Das ist meins. Okay. Auf Wiedersehen. So, na das war auf jeden Fall mal spaßig. Puh, okay. Das Vieh war echt richtig, richtig nervig. Gut, wir haben wieder irgendwelche Fähigkeiten. Zwei Stück. Wie viel brauchen wir hierfür? Drei. Ja gut, dann sparen wir natürlich noch ein bisschen. Bin immer noch so ein bisschen am gucken. Das ist ja alles nur so essensbedingt. Mit Keulen und Sperren, ja, das benutze ich halt nicht so oft. Hm. Ja, das ist schon praktisch. Auf jeden Fall. Aber ja, noch mehr zu finden ist im Moment halt auch eher weird. Ich würde halt erstmal die Gesundheit komplett hochschrauben, soweit wie es nur geht. So. Was ist das? Okay, wir gucken einmal kurz auf die Map. Wir sind hier nämlich mitten im Gebiet von einem Wolf. Ja, super. Hier haben wir ein Leuchtfeuer. Ich würde sagen, da könnten wir noch hingehen. Und dann haben wir hier jemanden. Aber dafür müssen wir halt echt in die Kälte, so wie es aussieht, ne? Und stellt den Befehlshaber. Uff. Dann würde ich halt doch erstmal hierhin zurückgehen. Und die Hütte errichten. Hm. Hallo. Was ist das denn für ein Vieh? Bleib stehen. Lol. Tapir. Okay, die kannten wir ja schon. Aus Far Cry 5, glaube ich. Sehr lustig, dass die auch hier am Start sind. Ein Bär, okay. Auf Wiedersehen. Da muss ich aber los. Ich hoffe, der verfolgt mich jetzt nicht. Ich glaube halt wirklich, das meiste, was in Far Cry am meisten Zeit kostet, ist halt einfach von A nach B zu kommen. Der Rest ist eigentlich eher so, okay. Was ist das eigentlich noch für ein Symbol auf der Karte? Gibt's nicht. Es gab doch immer, Mann, ich find's nicht, aber es gab früher doch immer eine, so eine Legende. Interface ist ein aus. Ja, toll, das bringt mich jetzt nicht so viel. Nee, ich find das Symbol leider so nicht. Irgendeine Höhle. Kaltbadhöhle, unerforscht. Ja, danke für die Info. Unbekannter Ort. Spannend. Hier ist noch ein Außenposten gewesen. Ah, ja, ja, okay. Ist ja komplett gone.
Das Symbol, was da halt rechts ist, das hätte mich halt noch interessiert. Aber wenn wir es nicht finden, ist ja auch okay. Okay, da geht gerade irgendwas ab. Wir halten uns mal fern. Hallo. Auf Wiedersehen. Da war das Licht natürlich ganz schnell aus. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich muss mal ganz kurz das Ding anzünden. Oh, das war das falsche Tier, was ich hauen wollte. Lass das in Ruhe. Was bist du? Na gut, ist halt jetzt eh tot, also ist okay. Bin mir halt echt unsicher, wie es halt mit diesem Kälteding jetzt aussieht, ne? Von dem Zeug nehmen wir jetzt einfach mal mit, was geht. Oh oh. Lass ihn in Ruhe. Ja, moin, da bin ich halt auch einfach gestorben. Was ein Scheißdreck. Dabei habe ich den ja voll angezündet. Okay, erstmal müssen wir unsere Bestie natürlich zurückholen. Komm her. So, dann nehmen wir unseren Pfeil mal wieder. Und jetzt machen wir uns weiter auf den Weg. Kalt. Naja, es geht ja sogar ein Stück. Kann man das schon überleben? Die Frage ist halt echt, wie lange? Es ist ja jetzt eigentlich wieder nicht so kalt. Die Frage ist auch so ein bisschen, ob man das irgendwie hinauszögern kann, indem man zum Beispiel halt ein Feuer anmacht. Würde mich jetzt auch mal so interessieren. Oh oh. Ich hoffe, das kann mein Hund regeln. Ja, das hat er ein bisschen geregelt. Bisschen spät, aber lieber spät als nie. Hier war ich schon mal. Oh oh. Au. So, wir gehen mal zurück. Hier scheint es irgendwas zu geben. Oh. Hi. Okay. Das war jetzt doch irgendwie ein bisschen leichter als gedacht. Hi. Okay, die müssen wir, glaube ich, erstmal anzünden. Genau.
Und dann können wir den Shit hier anzünden. Gut, einfach weil wir das Ding jetzt haben, würde ich sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg zurück zum Lager. Ja, hier, das wird halt noch ein Weilchen auf sich warten lassen müssen, würde ich behaupten, weil, also wirklich, ich habe keinen Plan, hier ist noch irgendwas anderes, ein Außenposten, Schneewald, ja, da sterben wir halt instant wahrscheinlich, ne? Vielleicht müssen wir auch einfach in unser Hauptlager gehen und dann können wir das da irgendwie verbessern, das könnte ich mir noch vorstellen. Die haben ja alle wieder Missionen für uns. Deshalb errichten wir dem als erstes seine Hütte, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Belohnungslager öffnen. Waffenrohstoffe. Das sind, glaube ich, auch einfach nur die Sachen, die in dem Lager hier speziell sind. Also so kommt es jetzt auf mich rüber. Oder, also ich hoffe, dass es so ist. Obwohl ich mir auch vorstellen kann, dass es gar nicht mal so wichtig ist, was das Dorf hat. Hauptsache, wir haben was. Klingt so böse. Weiß ja irgendwie so. So. Dann auf nach unten. Das sind einfach 2,6 Kilometer. Uff. Das ist halt schon echt ein ganzes Stück. Das sind die Ottos. Auf Wiedersehen. So. Immerhin haben wir ein bisschen geholfen. Aber jetzt ist es auch Zeit, wieder in die gute Region zurückzukehren. Oder sollten wir uns echt mal um so einen Mammut kümmern? Ich weiß es halt nicht, ob wir das schaffen. Ich denke halt auch, die anderen werden halt instant Terror schieben. Hallo. Tut uns das weh? Oh oh, es ist wütend, es ist wütend, es ist wütend. Oh oh, aua. Das ist irgendwie genau das, womit ich gerechnet habe, wenn ich ehrlich bin. Ja, okay, da sterbe ich halt schon selbst. Aber ja, die Viecher rasten halt so instant aus. Peaceful ist was anderes. So, okay. Ausruhen? Nee. Wir brauchen erstmal unsere Bestien natürlich wieder zurück. Vielleicht sollten wir echt irgendwann mal noch irgendwelche anderen Viecher zähmen, damit die uns auch noch helfen können. Weil man muss ja auch einfach sagen, unsere Chancen werden dadurch halt eher besser als schlechter. Dementsprechend ist das ja eigentlich schon ganz okay. Was chillt hier? Das ist zu schnell für einen Mammut. Da sind halt welche. Oh oh. Oh oh. Ja, mir war das schon klar, dass die halt alle direkt eskalieren werden. Und auch noch die ganzen anderen Mammuts aufscheuchen. Juhu. Komm mit. Oh Mann, die rennen jetzt echt alle unten rum. Die haben wir halt echt ganz schön aufgescheucht. Ich glaube, die zu erledigen wird halt echt nicht leicht. So, komm mal her. Du benötigst etwas Heilung. So, komm her. Achso, ja, wir haben dem ja schon was gegeben. Hat er jetzt genug? Ja, dem geht's wieder gut. Und jetzt komm mit. Das hier sieht auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen besser aus. Hallo. Der tut uns jetzt nichts, der rennt auch eher weg. Würde ich ihm auch empfehlen.
Boah, wir müssen jetzt so weit laufen, das ist ja schon echt nicht mehr feierlich. Allein schon, wenn man so überlegt, der Weg wird halt schon einfach so übel lang. Was geht hier? Hi. Hi. Ja, die gern geschehen. Genau. Das Gleiche wollte ich auch gerade sagen. Ja, wir hauen direkt mal wieder ab. Hier ist noch ein bisschen Holz auf dem Weg. Das nehmen wir natürlich auch gerne mit. Letzte Keule, das macht mich so ein bisschen traurig. Ich hätte gern mehr davon. Kann man eigentlich auch welche herstellen? Handwerk? Ging das hier? Nee, wir müssen das ja hier machen. Herstellen, ja, das geht auch. Und jetzt haben wir wieder mehr. Okay. Cool. Hallo. Auf Wiedersehen. Hi. Wir haben keine Pfeile mehr, das ist natürlich ungünstig. Aua. Ja. Hau lieber ab. Oh. Ja. Ja, zieh dich bloß. Mistvieh. So. Ja, Belohnung. Dorfrohstoffe. Lol. Nein. Ich wollte eigentlich nur Holz haben, aber das haben die anscheinend nicht. Na gut. Dann suchen wir uns halt selbst welches. So, wie weit ist es jetzt noch? Oh, nur noch genau 2 Kilometer. Zu Fuß. Da hat man natürlich richtig Bock. Aua, irgendwas verfolgt mich. Das war, glaube ich, ein Fisch oder so. Lol. Der Fisch verfolgt mich. Oh. Oh. Hallo? Oh, fuck. Es ist einfach ein fucking Krokodil. What the actual fuck? Ist es tot? Ja. Lol. Ich wurde einfach von einem fucking Krokodil verfolgt. Ich komme darauf gerade nicht ganz klar. Na gut, wir müssen da irgendwie durch. Geht das wohl auch unten rum? Sieht schlecht aus. Mann. Einfach von einem Krokodil verfolgt. Ach du meine Güte. Na gut. So, hier verfolgt mich jetzt schon wieder irgendwas anderes. Ich renne jetzt gerade einfach mal für den Moment. Fuck. Oh Mann, ich habe mir schon gedacht, dass das nichts wird. Mann. Ich sterbe auch immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten. Immerhin ist es jetzt näher als vorher. Also, das hat sich vielleicht doch ein bisschen gelohnt. Ja, das ist halt immer das Lustigste. Bei Far Cry ist halt wirklich das, was am meisten Zeit kostet, das Reisen von Ort zu Ort. Also, das ist schon echt heavy. Ich muss einmal ganz kurz ins Bestienmenü schauen. Nee, das klappt leider nicht. Okay.
Es würde also theoretisch jetzt auch funktionieren, so eine Katze zu zähmen. Machen wir vielleicht irgendwann mal, also probieren wir aus. Wenn die halt nicht immer direkt angreifen würden, wäre das auch deutlich einfacher. Gut. Puh. Glück gehabt, ich wollte euch schon umlegen. Da ist das Holz. Gut. Hier gibt es Schmetterlinge. Okay, cool. Jetzt sind es auch nur noch 1,3 Kilometer. Und ich würde auch eigentlich langsam sagen, an der Stelle setzen wir mal einen Cut. Über eine Bewertung und einen Kommentar freue ich mich wie immer sehr. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Was gibt es hier? Ja, wahrscheinlich gehe ich jetzt nach hier unten wegen irgendwelchen Steinen. Wahrscheinlich werde ich das tun. Gut, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann gucken wir einfach mal, ob wir jetzt zum Lager kommen. Bis dahin.